Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Telefootball zum nächsten Stadionvlog. Heute geht es in Sachen Abstiegskampf der zweiten Bundesliga für Schalke weiter und das mit einem ganz besonderen Auswärtsspiel bei Hannover 96. Denn jeder, der vielleicht mal als Schalke auch von euch mal in Hannover war, der weiß, dass diese Spiele von Schalke in Hannover immer wieder was ganz Spezielles waren und immer auch sind. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute bei 96 zu Gast sind. Aber trotzdem bringt logischerweise auch das Duell eine gewisse Brisanz mit. Hannover kämpft im Aufstiegskampf um Platz 3, wie wiederum kämpfen im Abstiegskampf um unsere Existenz. Und deswegen braucht es endlich auch mal Auswärtspunkte. Deswegen hoffe ich, dass nicht nur die Atmosphäre speziell und besonders wird, sondern auch im besten Falle das Ergebnis. Und jetzt geht's für uns am Sonntagmorgen vom Sauerland auf Richtung Hannover. Hey. Angekommen in Hannover bereits um 10:30. Also wir haben jetzt noch satte 3 Stunden bis zum Anpfiff. Aber ist noch gar nicht mal so verkehrt, weil ich parallel gleich mal 2 Videos aufnehme. Und deswegen ist es gar nicht mal verkehrt, wenn wir früh da sind. Plus Parkplatzsituation ist heute auch ein bisschen erschwert. Direkt am Stadion gibt es den Schützenplatz. Da stehen normalerweise zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Aber wie auch beim letzten Auswärtsspiel von Schalke, wo ich ja auch vor Ort war, 2021, und dann zu spät war, bedingt durchs Parken, kann man da eben nicht direkt parken am Stadion. Deswegen sind wir extra früh losgefahren, um eben auch dann hier eine gewisse Sicherheit zu haben. Und wenn wir schon das letzte Auswärtsspiel hier in Hannover angerissen haben, das war ja ein wirklich spektakulärer später 1:0-Sieg dank Marcin Kaminski. Übrigens war auch das damals mein erster Auswärtsstadion-Vlog. Das war ja noch zu Beginn meiner Zeit hier auf Telefootball mit den Stadion-Videos. Und das war natürlich schon ein Spiel, was extrem geprägt hat, was auch mit das geilste Auswärtserlebnis so war. Und ich hätte nichts dagegen, wenn es heute ähnlich laufen wird. Ich persönlich bin sogar deutlich optimistischer als die letzten 4 Male, sowohl in Lautern als auch in Kiel oder auch, gut, in Magdeburg war ich jetzt selber nicht, oder eben auch bei Berlin. Aber heute glaube ich echt, dass was drin ist. Vielleicht täusche ich mich und eine halbe Stunde später, wenn ihr das Video seht, denkt ihr, jo, der hat wieder nur gelabert, aber ich habe Hoffnung. Und durch die Bäume durch sieht man schon die Heinz-von-Heiden-Arena, das Stadion von Hannover 96. Ich glaube auf Kamera gar nicht mal so gut, aber ich sehe schon. Auch auf dem Parkplatz haben wir schon einige Schalke gesehen, auf der Autobahn, auf der A2 sowieso, denn es werden heute mindestens 10.000 Schalke erwartet, vielleicht sogar 15.000, vielleicht noch mal einen Ticken mehr. Also die Stimmung wird mal wieder richtig gut sein, vielleicht sogar atemberaubend sein, hoffentlich auch während dem ganzen Spiel, dass uns die Mannschaft Grund gibt, eben auch die ganze Zeit eine richtig gute Stimmung zu haben. Und da sind wir schon. Die Heinz-von-Heiden-Arena. Schön reingebaut in so einen Berg. Sieht zumindest von hier so aus. Finde ich von außen immer wieder schick. Muss ich sagen. Gefällt mir. Hier ist auch dann der offizielle Gästeeingang, wo schon sehr viele Blau-Weiße sind. Das Schalker Fanmobil ist auch schon da, was dann gleich einen Fanshop mit an Bord hat. Polizei natürlich auch da. Und es füllt sich 3 Stunden vor Anpfiff. Also nicht nur wir sind früh da, sondern auch noch andere, zahlreiche Schalker. Blaulicht sehen wir da hinten und dann kommen einige Fans und das sieht eher nach Blau-Weiß aus. Krass. Nehmen auch hier direkt den Schützenplatz, wo man normalerweise in Hannover echt gut parken kann. Und aktuell ist dort eine Kirmes untergebracht. Leider noch nicht offen, das hätten wir sogar noch mal schnell eine Runde Riesenrad fahren können. Aber ist auf jeden Fall ganz schick hier. Aber natürlich kann man dadurch auch nicht parken. Also auf jeden Fall ganz cool hier im Umfeld von Hannover. Halbe Stunde haben wir noch, bis die Stadiontore öffnen. Deswegen gehen wir auch jetzt mal langsam zum Eingang West, denn dort müssen wir heute rein. Mit Fankleidung geht es nicht durch Nord, was auch durchaus logisch ist, denn dort sind ja immer die Hannover Ultras. Aber in West können wir mit unserer Fankleidung rein, die auch tragen. Und dann sehen wir mal, wie viele Blaue tatsächlich gleich im Stadion sind. Und da sind wir schon. Boah, geiler Blick. Und hier ist dann der Auswärtsblock und das wird dann heute eine schöne kleine blau-weiße Choreo geben. Geil.
Das sieht sehr clean aus in Hannover. Heute Reihe 1 im Oberrang. Das könnte geil werden. Und genau hier ist unser Platz. Erste Reihe im Oberrang, der fast schon weit unten ist. Wir haben dann hier die Hannover-Kurve, die Nordkurve, die sich auch im Ultrabereich langsam füllt. Und dann hier der Auslässblock mit einer schönen Choreo. Und jetzt gibt es in Hannover natürlich erstmal ein schönes Stadion, Bier, eine schöne Bratwurst. Und das bei dieser Sicht erinnert mich tatsächlich hier oben so ein bisschen an Leipzig. Auch hier hast du so ein bisschen Platz zum Rumlaufen, gehst dann runter in den Block, weil natürlich das Stadion hier nochmal deutlich mehr hat. Und da sind auch schon unsere Spieler, die heute hoffentlich ihre beste Auswärtsleistung zeigen im Jahr 2024. Hoffentlich, wir brauchen einen Sieg. Jetzt haben wir hier erstmal eine schöne Stadionbratwurst hier in Hannover. Kostenpunkt ist hier ganz interessant mit 4,10 Euro. Das ist schon teuer. Die schmeckt aber gut. Schönes Bierchen hier in Hannover von Gilde. Das ist eine Brauerei aus Hannover. Sehr, sehr schön. Ah, auf 3 Punkte. Heute haben ja auch beide Mannschaften einen gewissen Druck. Wir Schalker sind ja aktuell Tabellen-14. Mit 31 Punkten. Punktgleich mit Wiesbaden und Rostock. 1 Punkt hinter Magdeburg, aber immer nur 1 Punkt vor Braunschweig, 2 vor Lautern. Die Lage ist und bleibt bedrohlich. Wir brauchen jetzt eigentlich mal einen Auswärtssieg. Hannover wiederum spielt ja um den Aufstieg, sind aktuell Tabellenfünfter mit 43 Punkten, sind nur 3 Punkte hinter Düsseldorf, 5 hinter Hamburg, die ja gestern gewinnen konnten. Also mit dem Sieg ist auch Hannover oben natürlich richtig mit dabei. Die Schalker hatten letzte Woche das 0-0 gegen Karlsruhe, was an sich okay war, aber wo du auch hättest mehr machen müssen in der ersten Hälfte. Hannover wiederum hat letzte Woche gegen Magdeburg 3-0 gewonnen, aber davor auch 3-mal unentschieden gespielt, einmal gegen Osnabrück verloren. Also irgendwoher sehe ich eine ordentliche Portion Optimismus. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube wirklich, dass wir heute mal ein besseres Schalke auswärts sehen im Vergleich zu den anderen 4 Spielen. Wir gewinnen spät 1-0. Vielleicht auch wieder durch Marcin Kaminski. Eine Stunde vor Anpfiff, unsere Startelf ist da und hat eine Änderung mit dabei. Hassan Ouedraogo spielt für Yusuf Kabadei. Der Rest ist genauso wie gegen Karlsruhe. Also wieder Viererkette mit Brunner, mit Carlos Kaminski und Mörkin. Im Mittelfeld dann Seguin, Ouedraogo, Auvejan und Karaman. Und vorne Doppelspitze erneut Keke Top und Simon Terodde. Also Startelf, finde ich, ist auf jeden Fall gut und positiv. Das kann klappen heute. Heute ist auch Jan mit dabei. Ihr hört ja immer unsere Stimmen bei Blau und Weiß, ein Podcast lang auf Spotify. Und du bist ja immer etwas vorsichtiger. Ich bin heute sehr optimistisch. Also, was ist dein Tipp? Ich sag, also es wird heute auf jeden Fall ein besseres Auswärtsspiel geben als sonst. Also ich bin leicht optimistisch. Ich glaube, das wird ein 2-2 unentschieden. Mehr okay auswärts. Ich sag in der letzten Minute aber. Das oh, wow. Also kurz vor Schluss wird spannend. Jo, ihr werdet sehen. Losgehen nochmal kurz der Blick auf Hannover, denn dort sind auch 4 ehemalige Schalker unter Vertrag mit Phil Neumann, der in der Abwehr einen richtig guten Job macht. Wir haben dort Fabian Kunze, der bei Schalke in der Jugend war, Brooklyn Isee und zudem auch noch Cedric Teuchert. Fußball-Klub!
Anfang an und dann ist was drin. Attacke. Schalke, ich bin für dich geboren. Komm weiter. Hannover wird gefährlicher, aber wir deutlich zu wenig machen. Diese aufeinander Führung, da muss jetzt mehr kommen. Das ist alles so einfach. Schalke lässt Hannover machen. Hannover macht Druck und wir kommen halt gar nicht hinten raus. Mann. Und wir führen mit 1:0. Das ist ein unglaublich wichtiges Ergebnis, was im besten Fall auch mindestens genauso bleiben wird, auch wenn es sicherlich eine schwierige zweite Hälfte wird. Grundsätzlich war das eine gute Leistung, wir waren auch von Anfang an mit dabei und sind eben auch dann durch Uwe in Führung gegangen. Tirode hatte noch eine zweite richtig gute Gelegenheit und defensiv war das okay. Wir haben keine Großchance zugelassen
aber teilweise musst du noch mal einen Ticken aktiver werden, dich nicht so hinten reindrängen lassen, weil Hannover kann spielen, die haben eine hohe Qualität und deswegen brauchst du, glaube ich auf jeden Fall, das zweite Tor, um eine gewisse Sicherheit reinzubringen. Es ist bislang gut, Stimmung ist überragend. Man muss auch dazu sagen, dass das Stadion so aufgebaut ist, dass der Auswärtsblock akustisch gesehen immer noch das lauter ist als der Heimblock. Aber natürlich trotzdem beeindruckend, was hier schon wieder abgeht. Weitermachen, Sieg holen, 3 Punkte. Weiter geht's. Holt euch diesen Auswärtssieg. Schalke vor allem aber auch sehr schlecht. Wir führen immer noch mit 1-0, aber es ist ein komisches Spiel gerade, weil wir nach vorne gar nichts hinkriegen. Hannover viel macht, aber auch noch nicht gefährlich wird. Da muss mehr her. Oedraogo muss raus, hoffentlich nicht wieder verletzt, hoffentlich einfach nur erschöpft. Für ihn kommt jetzt ein Kabadai. Wechsel. Lassme, Idrissi, Van der Sloot für Top, Aurean und Brunner. Attacke. 10 Minuten noch. Es ist unglaublich. Es kann nicht wahr sein.
Halbzeit. Jetzt wacht nochmal auf. Das ist zu wenig. Und du bist selber schuld. Feierabend also in Hannover und am Ende spielen wir 1:1. Ich denke mal, das ist schon ein Ergebnis, das man vielleicht vorher so irgendwo unterschrieben hätte. Und es war auch eine bessere Auswärtsleistung. Aber es war halt deutlich mehr drin. Und das war genauso wie gegen Karlsruhe. Du bist halt selber schuld, dass du nicht gewinnst. Und genau solche Punkte könnten dir am Saisonende fehlen im Abstiegskampf. Und die Situation spielt sich natürlich auch immer mehr zu, bedingt auch durch die anderen Ergebnisse. Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Es macht immer wieder Spaß, hier in Hannover zu sein. Schönes Stadion, auch dort wirklich gute Fans mit dabei. Aber aus Schalker Sicht finde ich es extrem ärgerlich und bin deutlich mehr enttäuscht als zufrieden über dieses 1:1. Eure Meinung zum Spiel und zum Vlog könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Just you.